So, eine Runde Speednasenputzen hat ja fast gut funktioniert. Oh, boah, das Rammen ist cool. Okay. Ich glaube aber, wenn ich ehrlich sein soll. Obwohl, wir haben ja zwei verschiedene Arten von Rennen und wir sind ja jetzt nur mit Sport angetreten. Ist es, wenn ich jetzt mit einem Exoten angetreten wäre, wäre das jetzt was anderes gewesen? Ich weiß es nicht, es wird so wenig erklärt irgendwie. Oder ich bin einfach nur doof. Das kann natürlich sein. Wir werden, lass uns überraschen, wir machen's. 12 Rennen gibt's, die werden wir alle tun, wahrscheinlich. Gucken, dass wir uns so gut wie es geht die ganzen Upgrades reinholen. Und alleine für den... für den Kompressor oben, da würde ich mir auch gerne einen anderen noch aussuchen. Deswegen einen anderen, der noch freizuschalten ist. Von daher... Hier sind eine Menge Gegner. Woo! Tada! Hier ist ein Playboy-Heftchen. Verdammt. Ah, das war nicht so gut. Erstmal ein Gefühl kriegen. So. Aber es hat ja schon vorher Spaß gemacht, hier Auto zu fahren. Und wenn man jetzt Rennen fahren kann, das ist schon ganz gut, denke ich, hoffe ich. Oh ja. Oh oh. Entschuldigung. Sie müssen sofort hier runterkommen. Alle verfügbaren Einheiten. Meldungen über eine Fahrerflucht in der Innenstadt. Bitte bestätigen. Nice. Hier kriegen wir einen Auspuff. Sind das immer die gleichen? Vollen Cabrio im Regen. Mit Scheibenwischer. Sehr geil. So. Hauptsache meine Tastatur blinkt noch, weil ich von der Polizei noch verfolgt werde. Also so komme ich gerade nicht an ihn ran, ne? Du willst mich überholen? Schade. Nein! Okay. Na gut. Aufholen. So. Wenn man die hinten an der Hinterachse wegzieht, ist das meistens immer sehr, sehr gut. So, und auch durch die belebte Straßen rennfahren. Es fühlt sich gerade nur nicht. Ja. So, Junge. Ah, so. Au. Okay, die kann man nicht umfahren. Ich hab gehofft, es geht. Entschuldigung. Du überholst mich nicht. Doch, tut er. Oh Gott. Ich stelle mich hier gerade wieder mega schlecht an und wann? Ich muss, glaube ich, bei den Grafikeinstellungen nochmal was gucken. Das weißt du, das ist ja unglaublich. Ja, das ist noch erste Runde tatsächlich, also es ist diesmal eine lange Runde. Ah. Das Lied erinnert mich sehr an Battlefield Vietnam, glaube ich, war das. Genau. Alter, ich fahre mir hier eine Scheiße zusammen, ne? Ja. Komm, vergiss es, das müssen wir nochmal starten. Aber das Lied Battlefield Vietnam hat richtig Spaß gemacht früher. Das hat richtig viel Spaß gemacht, tatsächlich. Ja. Okay, jetzt bleibt das Lied auch. Das heißt, mit der Motivation... Können wir jetzt hier auch mal was Vernünftiges reißen, ohne dass ich hier mega hart durch die Gegend fail? Es tut mir wirklich leid.
So, Freunde. Ich fahr zuerst. Scheint, dass man leistungstechnisch am Motor zum Beispiel nichts drehen kann oder so. Oder ich hab's einfach nicht gefunden. Das Einzige, was man jetzt machen konnte, war halt optisch den Einzug hier von dem Kompressor mit reinsetzen. Aber... gut. Oh, Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Mit Tastatur ist sowas immer sehr, sehr schwierig zu steuern, finde ich. Und sauber überholt. Ganz, ganz sauber in der Kurve überholt. Sehr gut. Weiter geht's. Wie die einfach mal aufholen. Was ist denn los? Was ist denn los? Ah, oh, oh Mann. Na komm. Nicht aufgeben. Oh Gott, ey. Das war wirklich nix. Da... oh Gott. Achtung! Spring mir doch nicht vor die Karre! Was ist denn los mit den Leuten? Okay, mit den Kurven... driften bin ich ein bisschen zu schnell. Oder ich lenke zu spät gegen oder was auch immer. Ganz so klappt es noch nicht, wie ich mir das vorstelle. So. Weiter geht's. Achtung, Achtung. Ja, ja. Springen wir halt vors Auto. Ja, ja, genau das würde ich tun. Was? Ich meine, warum? Wenn ich doch schon sehe, da kommt ein Auto auf mich zu, dann springe ich doch nicht mich flach auf den Boden vor dem Wagen hin. Aber ich meine, da sind sie dem Konzept ja treu geblieben. Das haben die ja bei Mafia 1 schon gemacht. Ja, da bleibt man sich einfach treu. Finde ich gut. Dass man auf so Details achtet. Das ist sehr schön. Ich mag Detailverliebtheit. Das wird hier einfach bewiesen. Kannst du sagen, was du willst. So, zweite Runde. Ein bisschen anstrengend jetzt hier wieder. Ein bisschen konzentrieren. Jetzt kommen wir gleich wieder in das große Rondell. Durch den Regen ist die Straße natürlich auch rutschig. So. Das sollte uns ein bisschen Luft verschaffen. So. Zack. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, aber die sind viel, viel schneller wie wir. Und ich weiß nicht genau warum. Sind viel, viel schneller wie wir. Und ja, grafiktechnisch ist das ja gerade auch keine Augenweide, ne? Ja, wir haben sie alle ausgebremst. Sehr schön. Beste Stelle, um liegen zu bleiben. Beste Stelle, um liegen zu bleiben, weil man einfach alle dann da festhält. Oh, Entschuldigung. Er fährt auch nochmal drüber. Gar kein Problem. So. Und ja, 1, 2, 3. Das ist aber so die natürliche Selektion, ne? Ich meine, wer so reagiert, wenn ein Auto kommt, der hat es vielleicht auch nicht anders verdient. Ich weiß nicht. Oh, shit. Ah, komm schon. So. Puh. Das war alles andere als souverän. Das müssen wir mal sagen. Das war alles andere als souverän, aber gut. Nächstes Rennevent. Und auf geht's. Wir werden das mit den Grafikklamotten, das werde ich einstellen und austesten, wenn wir die nächste Aufnahme machen. Lange werden wir diese Aufnahmesession denn leider ehrlich gesagt gar nicht mehr machen. Ich hoffe, es reicht für 2 Folgen oder so. Ich muss gucken. Auf jeden Fall allzu lange machen wir heute nicht. Aber schon mal einen Anschluss machen. Schon mal einen Anschluss finden einfach. Ich denke mal, das ist wichtig.
dann läuft's. So, zack. Demnächst werde ich mir dann vielleicht morgen mal mehr Zeit auch wieder nehmen dafür. Uai. Ja, morgen wieder ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen. Dann läuft's. Heute, weil, genau, wir machen heute nämlich etwas langsamer, etwas weniger zeitmäßig, weil wir nämlich gleich uns wahrscheinlich nochmal an ein Ründchen Minecraft setzen werden. Von daher ist das, glaube ich, entschuldigt. Nur so, dass wir das selber ein bisschen. Auch Stream ist ja wieder ausgefallen. Wir streamen aber wieder, ne, für die Leute, die es interessiert. Streams sind wieder da, Dienstag, Donnerstags. Werden auch viel konsequenter jetzt eingehalten. Ist zwar wieder einer ausgefallen, aber das hat dann meistens auch Sinn und Grund. Also grundlos fällt dir nichts mehr aus und so weiter. Wir machen es. So. Zack. Wie war das? Halt. Rennen starten. Ja, es sind immer die gleichen, die mit uns rennfahren. Okay. Ja, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Achtung. So. Gut auf dem Motorhaube. Er ist eine Kurve gefahren, schon wieder. Nein. Oh! Wow. Das ist ja krass. Boah, Alter. Die Kurven sind krass. Da brauchen wir wieder ein bisschen was an Geschwindigkeit. Aua. Oh mein Gott. Ja, es ist einfach. Es ist einfach. Ich bin so ein wunderguter Fahrer, ne? Das ist so schön. So. Gott. Es fühlt sich aber auch alles gerade noch nicht so richtig an. Aber vielleicht ist das echt Gewöhnheitssache. Gerade ne, der Wagen hier, der Drifter, der ist ja sehr, sehr weich in den Kurven, sage ich mal. Sehr, sehr rutschig. Schätze ich mal. Da muss man auch erstmal mit umzugehen wissen. Wow, wow, Alter. Alter. Mann. Okay, jetzt kommt mir eine krasse Kurve. So. Führung haben wir. Das ging. Ah, shit. Ach, verdammt. Das war jetzt... Das war eigene Schuld. Da wollte ich ihn wegrammen, hab mich aber verkalkuliert und hab mich dadurch selber ins Ausgeschossen. Ärgerlich. Müssen wir uns jetzt wieder konzentrieren und aufholen. Bleibt uns ja nichts über. So. So, Freunde der Nacht. Da bin ich wieder. Daddy ist wieder da. Ja. Okay. Wow, sie ist vom Auto weggesprungen. Das ist krass. Bester Rennfahrer ever. Also, ja. Das war ja mal überhaupt nichts.
Nochmal. Ich muss sagen, so die erste halbe Stunde, ja, es macht Spaß. Es macht zwar Spaß, aber es fühlt sich, man merkt, dass es darauf, glaube ich, nicht ausgelegt ist, das Fahrzeuggefühl. Kann jetzt aber auch im Wagen liegen. Es ist einfach, ja. Ein richtiges Fazit werde ich erst geben, wenn wir die Rennen fertig gemacht haben. Aber im Moment fühlt es sich einfach so an wie der Rest des Spiels. Es ist einfach Potenzial da, es ist Potenzial da. Prinzipiell macht es ja schon Spaß, aber irgendwas fehlt. Es ist irgendwie, dass man das geschichtlich mit einbaut, eine Geschichte drumherum baut, auch wenn es so eine kleine ist. Es gibt ja so viel, man könnte auch den Charakteren hier sowas wie Burke oder so halt auch noch ein bisschen Tiefe einfach dadurch verleihen, dass man sagt, hier, ich habe jetzt ein neues Modell, hier Autorennen und so, ne, hilf mir mal oder was auch immer. Jetzt sind es einfach nur Stellen, wo wir hinfahren, die Rennen fahren und fertig. Keine Namen, keine Gesichter, einfach nur schnelles Geld. Und es ist halt die einfachste Art, wie man hier so ein Rennen einbauen kann, ne? Aber wie gesagt, meckern auf höchstem Niveau. So, ich müsste mit dem Rammen, mit diesem Rammeneffekt kann man ganz gut die Kurven nehmen, ehrlich gesagt. Dann nutzen wir das mal hier. Zack, zack, zack. Hab bis jetzt nicht getan, weil es ist ja eigentlich nur zum Rammen und das mit dem Kurvenfahren sollte man ja eigentlich dann anders machen, denke ich. Aber egal. Es funktioniert so gut. Dann nutzen wir das Ganze auch. Ah, weich doch aus. Ja, er sagt Penner zu mir. Weich doch aus. Ist auch ein Führerschein. Oh Gott. Gib Gas. Komm schon. Und wir sind auch viel langsamer wie die anderen. Langsam kriegen wir aber Übung, wie man sieht. Und dann geht's. So. Okay, so geht's langsam. Langsam kriegen wir ein Gefühl dafür. Und ich glaube, das ist ganz gut. Entschuldigung. Wenn hier einfach massenhaft die Menschen überfährt, keine Polizei wird gerufen, sonst guckst du einen nur schief an. Ruf die Polizei! Dann sind sie auch sofort da und nehmen dich komplett auseinander. Und jetzt das. Naja. So, welche Zeit wir schlagen müssen, hätten wir sogar fast geschafft. Wir waren nur ganz knapp dran vorbei. So, das war das. Wir packen uns mal hier auf den Parkplatz. So. Und damit würde ich sagen, mit dem Einkaufskorb direkt da. Ja, ich würde sagen, mal kurz strecken. Darauf können wir doch das nächste Mal aufbauen. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei seid. Entschuldigung, dass es nur so kurz wieder war. Aber, wie gesagt, wird jetzt... Ah, es bewegt sich vorne wenigstens, das ist gut. So, schön, dass ihr da wart. Es wird jetzt wieder regelmäßig Mafia kommen und es wird auch Minecraft da wieder regelmäßig kommen und der Rest auch. Von daher, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein und wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder im Anschluss. Bis später. Tschüss.